Ihnen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Planet Crafter. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mal kurz den Sprengstoff aus der Höhle da hinten geholt gehabt. Es war gar nicht so viel, es waren einfach nur zwei. Warte, die wollte ich jetzt auch mitnehmen. Oh, wo habe ich denn? Oh, ich habe einen irgendwo versehentlich weggeräumt. Oh nö! Was ist denn da passiert? Ich hatte zwei Stück dabei. Ich stand so lange doof rum. Oh, ich war tot. Witzig, ich habe irgendwie gefühlt an der Stelle, wo ich gestorben bin, wiedergeboren. Naja, okay. Das habe ich jetzt wahrscheinlich verkackt. Ich wollte nur kurz aussehen auf Toilette und dann kam irgendwie ein Kind um die Ecke und musste vollumfänglich betreut werden. Dann bin ich wohl dabei gestorben. Cool. Na egal. War gut für unser Terraforming-Index. Haben wir da irgendwas Neues freigeschaltet? War jetzt so lange weg. Nein, 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 nein. Gut. Aber ich habe, als ich diesen Sprengstoff geholt habe, hier, ein weiteres Mikrochip gefunden. Wir hatten den einen nicht mitgenommen damals. Mal gucken, was drin ist. Großes Wohnmodul. Ohne nützliche Zwischenwände, oder wie? Oh. Okay. Nein, ich hab Sprengstoff dabei. Ich habe Lager ein bisschen aufgeräumt. Ich wollte das mit dem Mikrochip aber machen. Auf geht's zu unserem Auto. Und dann sprengen wir uns heute mal kurz irgendwas aus der Ecke da. Ich möchte wissen, was das ist. Das werden ja irgendwelche Kristalle sein. Offensichtlich, weil auch der Erzcrusher hat ja jetzt auf der nächsten Stufe irgendwie da Kristalle abgebildet. Oh yeah. Geht das Auto vielleicht doch schneller? Ich fühle mich gerade doch recht langsam mit Jetpack. Naja. So. Oh, was ist das hier? Eine leere Kiste. Okay. So, dann spielen wir einfach mal das Sprengstoffspiel. Aluminium. Okay. Das ist ja unspektakulär. Oh, es ist ja schon wieder schweinedunkel, ne? Fahrzeug sieht man einiges. Das ist okay. Fahren wir mal links hier rum. Ah, ich weiß, wo ich bin. Okay. Oh, ich glaube, da wartet ein Mikrochip auf uns. Ah. Warte mal, bis der Sauerstoff wirklich kritisch ist. Ich meine, ich habe ja auch irgendwo noch eine Putze zum Atmen hingestellt gehabt. Wir waren ja vor. Bei den Kristallen haben wir, glaube ich, unser Osmium hier. Ja?
richtig düster hier. Komm halt alle. Ich habe hier genug Versorgung quasi dabei. In die Kiste gleich rein. Oh, da vorne sind wir. Absolut unspektakulär, aber okay. Kunststoffklumpen. Aha. Befehl, haha! Mikrochip zufällig irgendwo mit bei? Ja, fast wie Schwefel. Hui. Ach, hier bin ich. Auch hier habe ich auf mein Zelt zum Atmen. Hier hatte ich ja meinen Sterbevorfall mit meinem Nahrungsmangel. Da hinten ist eine Kammer zum Atmen, aber ich glaube, in diese Richtung habe ich auch eine. Wäre es ja cool, wenn ich die erreichen könnte. Sieht aber eher schlecht aus. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Naja. Wäre sehr tödlich gewesen. Nachricht, Terraforming-Aufgabe, die Technologie von Starform Robotics schützen. Letzter Status, keine Bedrohung erkannt. Protokoll, kosmischer Sturm naht. Dieses Ereignis hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, unsere Schaltkreise vollständig zu beschädigen. Aha. 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 Ich glaube, ich muss da mal einen Schrank einstellen. Aha.
Den haben wir jetzt gelootet. Bin ich davon auch rangekommen? Ja, quasi. Aha, ich muss mal kurz in die Nachrichten. Die Nachrichten würden mich jetzt mal interessieren, alle. Davon letzter keine Bedrohung erkannt. Okay. Den habe ich. Okay. Die können wir looten. Das gefällt mir mal richtig gut. Kriegsdarm. Ja, gut. Super. Geiler Scheiß ist es jetzt nicht, aber es ist okay. Trink mal was. Okay. Das ist so eine geile Nummer. Das gefällt mir. Was ist das? Sauerstoffmultiplikatorsicherung. Sicherung in einem Optimierer einfügen, um die Leistung benachbarter Maschinen zu steigern. Sauerstoffmultiplikator 500%. Oh, Spiel. Danke. Ich mache hier nochmal ein schickes Bildchen von den Dingern. Hatten wir, glaube ich, schon mal, aber heute haben wir sie ja mal gelootet. So, müssen wir mal aufpassen hier. Ich kann jetzt hier nicht alles mitnehmen. Das will ich gar nicht. Also die wichtigen Sachen muss ich mitnehmen. Das Zeug ist, tut mir leid, aber ist nicht wichtig. Okay. Wie viel nehme ich mit? Gut. Weiter geht's. Ob ich mir das jemals abholen komme? Ich weiß es nicht. Also haben wir es gebunkert. War so Richtung Lava da hinten. Müssten wir auch gute Chancen haben, Schwefel zu bekommen. Auf, auf. Und da hoch.
werde ich mir das hier nochmal genauer angucken hier. Nicht unbedingt den Eindruck, da reinzukommen. Da ist der Witz. Aha! Ich rutsche? Mikrochip? Oh, ist das fies, da komme ich nicht ran. Oh, einmal atmen. Spannend. So. Also wir gehen jetzt einfach Richtung Vulkan rein. Was Looten angeht, haben wir schon wieder einen echt guten Schnitt gemacht hier, glaube ich. Standardmaterialien. Ach, Bauxit. Ah ja. Ah, vielleicht baue ich mir noch mal ein Sauerstoffzelt. Brauche ich noch mal Titan für? Noch eine Sauerstoffflasche? Ich nehme mal lieber eine Sauerstoffflasche mit. Gute Reifen. Mikrochips, Mikrochips, Mikrochips. Ah, ich muss gleich. Muss mit meinem Sauerstoff aufpassen. Obsidian. Ja, ich habe ein bisschen auf Schwefel gehofft, aber das ist auch okay. Ja, bitteschön.
Oh, jetzt habe ich. Jetzt habe ich schon das Problem. Das war jetzt meine letzte Sauerstoffflasche. Hätte nicht gedacht, dass ich die so raushaue. Heißt eigentlich, ich muss jetzt schon wieder zurück. Das wäre sonst absolutes Todesurteil hier. Wenn ich es nicht schaffe, mir ein Sauerstoffzelt aufzusetzen. Dafür brauche ich Lithium. Eisen finde ich ja auch gut. Ne, Magnesium nicht. 2 Titan. Und 3 Eisen. Gut, die habe ich jetzt gerade weggeschmissen, ne? Ah. Achso, nee, nee, nicht den Kobalt. Ja, dann habe ich alles. Dann können wir noch ein bisschen in den Vulkan weiter rein. Ich will mal E drücken, um da reinzukommen, das Fahrzeug. Und los. Aua. Lagerkisten, ne? Ich habe gar keinen Platz zum Lumpen. Iridium. Klar. Sieht schon ein bisschen cool aus hier. Jetzt noch mit Iridium vollklatschen, ne? Und ich gehe mal kurz ein bisschen zu Fuß hier durch. Ach! Shortcut nach Hause, würde ich sagen. Aha! Okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir Schwefel herkriegen. Gut, jetzt muss ich passen. Jetzt muss ich nur irgendwie nach Hause kommen. Also hier Vulkan haben wir den schon mal oben angeschaut. Wir werden uns hier in Sicherheit auch nochmal eine größere Tour vornehmen, um uns hier alles anzuschauen. Aber das war jetzt zumindest nicht für heute der Plan. So, erstmal kurz ein Wassersippel. Ich hab da ja ein paar. Oh, kann ich mit dem einfach runterfahren? Vielleicht kommen wir ja jetzt noch in das Schwefel. Schwefel! Also, die sahen relativ gelb aus und das war irgendwie ein Zugang vom Startbiom aus, wenn ich das richtig gesehen hatte. Schade.
Oh. Dann geht's jetzt einmal atmen und nach Hause. Auch gut. Also auf jeden Fall weiß ich, dass das Iridiummangel existiert einfach nicht. Das finde ich schön. Wo ist denn das? Mehr als genug da. Ich mache die Tasche auch mit Iridium voll. Einer noch. Das war mal ein geiler Ausflug. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt noch mal kurz ein paar Meter so und hole euch gleich noch mal ran an einer Stelle, wo ich vermute, dass wir tendenziell auch in dieses gelbe Gebiet kommen. Müssen wir aber mal schauen. Mal kurz, ich vermute, dass ich hier reinkomme für Schwefel. Wir sind dabei schon wieder zufällig. Nee, ne? Ich bin ja auch mal ein bisschen sehr sparsam. Dazu will ich ein Eisen rum, dass ich eine Kiste voll machen kann. Bestimmt, wenn ich die Geduld habe, es zu suchen. Da. Dann gibt es aber eine Kiste hier rein. Ich weiß nicht, so viel Alu rein, wie es geht. Gut. Die Lagerkiste voll Aluminium. Das ist schon cool. So, jetzt gehe ich mal hier hoch. Wenn ich da atmen kann. Ich glaube, ich bin das letzte Mal da nicht hingegangen wegen so einem ganzen Dampf da. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich ein Problem ist im Spiel oder halt auch nicht. Das wird mir das Spiel gleich mitteilen. Hefe! Ein Träumchen! Oh ja! Das ist nicht mal weit weg von zu Hause. Ach, Titan, was ist denn damit? Na, so Eisen. Dolomit, ja. Ja, komm, die Religion nehme ich mal mit. So, dann können wir nämlich jetzt auch Schwarzpulver machen. Ich glaube, da fehlt uns nur noch der Schwefel für. Hoffe ich, glaube ich. Und dann können wir das Fahrzeug auch nochmal upgraden, was Geschwindigkeit angeht. Ich habe da oben gerade was Grünes gesehen, das muss ich nochmal angucken. Auch wenn ich keinen Platz habe, aber ich muss kurz hingucken, ob ich mir das eingebildet habe. Ah! Ich vermute einfach mal Ufer an. Sehr schön. Wir haben so viele coole Sachen jetzt. Auch hier alles voll mit Aluminium. Aber irgendwie müsste ich die Sachen zwischendurch mal abholen und kommen nach Hause einsortieren. Aber auch das ist, glaube ich, viel zu viel. Oh, jetzt hier hinten runter kommst du auch nach Hause, oder nicht? Oder bin ich falsch abgehoben? Nee, nee. Ja. Gut.
Ich fahre nach Hause. Beim nächsten Mal gibt es ein bisschen Mikrochip-Forschung. Und tendenziell müsste ich mir wirklich mal Gedanken machen, wie ich die ganzen Sachen nach Hause bringe. Das weiß ich mal, ob ich die alle wirklich zu Hause brauche, aber ich habe sie lieber alle an einem Ort als überall auf der Map verteilt. Muss ich auch ganz klar sagen. Ich sage einmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst uns immer gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.